Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt und gespannt, aber ich freue mich. Also Leon Frisch, der Dramaturg, hat Zauberberg vorgeschlagen. Und ich fand das super interessant von Anfang an, weil ich habe deutsche Literatur studiert an der Universität Bern und ein Professor von mir war oder ist großer Thomas-Mann-Experte. Und deswegen bin ich so ein bisschen durch diese Thomas-Mann-Schule in meinem Studium und habe eigentlich auch die deutsche Literaturwissenschaft so über Thomas Mann kennengelernt. Ein großer Teil der Arbeit war schon, also war wirklich auch, wie übersetzt man das auf eine Bühne, um ja nicht nur eine Geschichte zu erzählen, vielleicht auch dann manchmal mehr ein Gefühl oder einen Zustand zu suchen. Naja, es ist ein sehr dickes Buch. Und es war schon irgendwie auch der Anspruch, mehr oder weniger alles auf die Bühne zu bringen. Oder nee, also wirklich da sich jetzt nicht einfach davor zu drücken, dass das jetzt halt 300 Seiten, also zum Beispiel das Gespräch zwischen Naftan Settembrini, dass das wirklich 300 Seiten sehr kluges Denken ist. Und was bedeutet das heute? Also auch was bedeutet ja, die ganzen Theorien, die halt 1900, ja vor dem Ersten Weltkrieg entworfen wurden, was bedeuten die heute noch? Und diese Übersetzungsarbeit, auch weil wir Zauberberg komplett heutig erzählen, also wir haben ja keine historische Setzung, das war schon Arbeit, das war wirklich Arbeit. Ui, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, also ich muss das... Ich würde sagen, das Rivella. Es gibt Schweizer Getränke. Ich mache beides. Ja, ich mache beides. Je nachdem, was es braucht. Ich würde doch sagen, weggehen.